hallo, es ist jetzt ganz schön spät. Wir haben jetzt den ganzen prominenten Auflauf gehabt hier beim Teddy von der Berlinale. Ich bin schon betrunken. Ich hatte in dieser Handtasche 4 Pico-Dos. Ich bin sehr betrunken. Aber Cora, die echte Cora, nicht Cora Fantastisch, hatte auch schon mindestens ein Piccolo getrunken. Naja, ich denke mal, wir werden jetzt einen kleinen Kaffee trinken und vielleicht kriegen wir Klaus Rowereit nach der Pause nochmal. Ich bin ziemlich unsicher. Wieland Speck trinkt alle Getränke aus, die hier noch rumstehen. Genau. Und hat mich immer noch, es ist jetzt hier 21 Uhr irgendwas, immer noch nicht zu Klaus Rowereit gebracht. Wir haben das ganz genau kontrolliert. Wieland Speck sieht sexy aus, wir wollen ihn alle im Bett haben, aber ich war noch nicht bei Klaus Rowereit. Wieland Speck, was sagst du dazu? Ich kann nur sagen, Klaus Rowereit ist gerade irgendwie entfleucht. Ja, ja. Mhm. Alexis Kohlby. Wir kennen sie noch. Als ehemaliges Vorstandsmitglied vom Schmutz. Was heißt hier ehemalig? Alexis Kohlby. Du hast ja damals mir implantiert, dass ein Alexis Kohlby bedeutet 2 cl Sambuca und 2 cl Baileys. Über den Löffel gegossen. Alexis Kohlby, was sagst du denn zu 35 Jahre AHA? Allgemeine homosexuelle Aktionsgruppe, das war das da oben über dem Schutzmarkt früher. Wir sind ja ausgezogen. Das war die, mit denen wir uns früher immer nie vertragen haben. Ja, aber mittlerweile mögen wir uns total gerne eigentlich. Aber wir mussten raus wegen verschiedener Sachen, die wir jetzt nicht erwähnen wollen. Was sagst du denn zu 35? Sind das immer noch die gleichen Leute von 35 Jahren? Nein, das bin ich. Ich gehöre dazu. Sag irgendwie, Vera, du siehst scheiße aus, aber ich wünsche dir alles gut, oder? Du siehst nicht scheiße aus. Ich meine, du gibst dir halt auch Mühe. Ja, Mühe allein reicht ja auch. 30 Jahre AHA. Alexis Kohl, was sagst du zu uns? Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Schnitt. Camelia Leid, eine meiner ältesten Freundinnen, hat mein Glas Sekt besorgt und ich liebe sie dafür. Wie gefällt dir denn der heutige Abend, Camelia? Dankeschön, es gefällt mir sehr gut. Nachdem ich dir schon 5 Gläser Sekt vor der Verleihung und 10 Gläser Sekt nach der Verleihung besorgt habe, ehrlich? Bin ich besorgt um dich. Camelia ist eine meiner ältesten und schlankesten Freundinnen. So viele Leute hier. Unglaublich. Bob Young. Hallo. Du kennst mich ja. Ja, grüß dich. Ach, danke schön. Bob Young. Du bist berühmt, beliebt. Du siehst total gut aus. Du bist eine Ikone in der homosexuellen Szene. Möchtest du was sagen zu meinem tollen Outfit und zu 35 Jahre AHA? In die Kamera. Also zu deinem tollen Outfit kann ich sagen, naja. Ist es Surgery vielleicht? Was heißt das auf Deutsch? Chirurgie. Was soll das denn? Total gemein. AHA. Bin ich auch sehr stolz, dass so eine Gruppe so lange in Berlin ist, so lieb geschafft hat, überlebt hat und auch noch stärker geworden ist. Und wir sind auch Partner mit euch in der Szene, ja. Und aufzuklären und heute, dass sie halt zu sich selber stehen, ja. Und stolz sind und schwul zu sein. Bist du homosexuell? Ich bin es. Ehrlich? Wir brauchen Sponsoren für die nächste Länge. Veranstaltung. Na gut, also wenn die Wirtschaft wieder Aufschwung macht, dann bin ich da. Merken! Nein. Aber ich wäre herzlichen Glückwunsch, AHA. Dankeschön. 35 Jahre. Dankeschön. Hallo. Ich scanne jetzt nur Celebrities. Ich spreche nur mit Leuten, die wirklich interessant sind. Ich schaue mal, ob ich jemanden finde. Jetzt endlich mal. Hier, endlich habe ich mal. Ich bin Herr Vera Titanic von der Allgemeinen Homosexuationsgruppe. Aufstellen. Die älteste Homosexuelle in Deutschland. 35 Jahre oder so, aha. Was sagen Sie denn zur homosexuellen Selbstorganisation? Ich bin sprachlos. Klaus Rowereit ist sprachlos. Wir sehen das relativ selten. Ich habe sie ja gewählt damals. Sie sehen noch besser aus als in der Tagesschau. Ja. Nicht schön. Ja, ich bin auch gleich wieder weg hier. Das war ziemlich unangenehm, aber die Filmkamera läuft immer noch. Klaus Rowereit ist nett, seine Freunde sind nicht so schön. Naja, so war das halt. Harald Bignatelli, wir kennen uns ja auch schon gar nicht, aber Vera kennt doch jeder. Ach,
Dankeschön. 35 Jahre AHA. Was sagst du dazu? Oder waren wir es 30 Jahre? 35. 35 Jahre AHA. Harald? Ist aber gut, wenn man einen Kameramann hat, der gut informiert ist, oder? Ja. Also Kompliment an den Kameramann. Und das Kompliment natürlich gebe ich weiter. Auch an die AHA. AHA. Ohne euch wäre es heute nicht so, wie es ist. Das stimmt. Weißt du denn, was AHA bedeutet? Solche Fragen stellt man nicht. Ja, aber ich weiß gar nicht. Vorher das ist ja entweder die allgemeine homosexuelle Aktionsgemeinschaft. Arbeitsgemeinschaft. Das ist ganz schön Arbeitsgemeinschaft. Ne? Harald weiß das ja. Besteht die Möglichkeit, dass ich einfach mal die Kamera übernehme und diesen Kameramann zeige? Darf ich das mal? Ja, sehr gerne. Man muss das machen. Das ist derjenige, den solltest du interviewen. Ja, Mike, also, warum sind wir hier? Und warum machen wir uns Horst? Warum sind wir hier? Machen wir uns um Grüße von Harald finanziell zu bekommen? Ja, auf jeden Fall. Wir lieben ihn dafür. Er sieht total sexy aus. Er ist 25 Jahre alt, ungebunden und wir alle wollen ihn. Aber wir können es nicht, weil wir sind professionell. Vielen Dank. Ist denn der Kameramann auch ungebunden? Schnitt! Das war ein sehr schöner Abend. Viele Prominente haben uns gratuliert. Ja, würde ich mal sagen. Das ist die Anmoderation. Naja, weiß ich auch nicht.